Minecraft, herzlich willkommen zur nächsten Folge Sky Factory. Wir haben letztes Mal wirklich geschafft, unten die Capacitor Banks fertig zu bauen. Da werde ich euch gleich noch was dazu zeigen. Wir brauchen noch einen Itemfilter. Wobei ich hier wahrscheinlich einfach den hier rausnehme. Wenn ich wüsste, welcher das ist. Das ist der für Solarzellen, dann nehmen wir den mit. Ah, Moment. Hier. Es ist wirklich vollbracht und wie ich schon gedacht habe, es sind 3 Milliarden RF hier drin. Das sollte für eine Weile reichen. Die Monsterfalle habe ich gerade auch wieder angeschmissen. So, und hier natürlich wie immer Schleim. So, ich möchte mich auch ganz recht herzlich bei allen Zuschauern bedanken, die sich so schön bei mir melden immer wieder und Rückmeldungen geben. Das hilft mir natürlich weiter. So, was ich jetzt machen möchte, ist hier noch ein Anschluss. Und zwar mit Itemfeld. Ah nein! Da brauche ich diesen. Wir machen mal in out, insert, extract, round. Hier soll insert, round sein. Wenn ich das jetzt richtig verstehe, wird der hier nur raussaugen, was braun ist. Wir können das hier mal mit dem Itemfilter probieren. Also hier haben wir wahrscheinlich ein Redstone-Signal aktiv. Seht ihr? Das funktioniert schon mal. Okay, und ich möchte jetzt allerdings diese Headgrumps von diesem Mod, möchte ich alle Items rausfiltern. Deshalb brauche ich dann einen anderen Itemfilter. Advanced Item for Item Commons. Diesen hier. Mod Item Filter. Davon müsste ich sogar noch welche haben. Da. Einen zumindest brauchen wir. Weil ich bin gerade wiedergekommen und hatte letztes Mal vergessen, die Mobform auszuschalten. Und dann hatte ich da irgendwie zu viele. Aua! Irgendwie zu viele Items wieder drin. So, also Headcrumbs. Ich weiß gar nicht mal, wie das da reinkommt. Ja, Headcrumbs, genau. Whitelist Headcrumbs. Jawohl. Was können wir denn noch raus machen? Das war's eigentlich. Also jetzt werden zumindest alle Köpfe entfernt und es sollte auch genug Platz dann erstmal geben. Normalen Itemfilter kann ich da jetzt leider nicht mehr drüber legen. Aber das hilft mir so, ne? Sonst machen wir nichts rein, weil Minecraft sind viele verschiedene Sachen. Aber dann war es das jetzt auch schon mit diesem Itemfilter. Dann haben wir hier auf jeden Fall mehr Platz. So, die Herzen gehen hier unten rein. Da oben haben wir noch ein bisschen was umsortiert und hier mal Kisten reingemacht. So, sehr schön. Dann möchte ich jetzt endlich anfangen, hier auf dieser Ebene soll ein ME-System
eingebaut werden. Ich weiß gar nicht mehr, wie das geht. ME. Muss ich mich erstmal wieder reinfuchsen. Hier. Oder? Nee. Doch hier. ME Controller, ME Drive, Chest, Interface, Port. Das hier brauchen wir, ne? ME Terminal und solche Sachen. Also, wie geht es? Wir müssen irgendwie. Ich werde mir als erstes mal einen Drive bauen. Okay, dafür bauen wir uns. Nein, wir machen jetzt was anderes. Nein, das wollte ich. Also, ich muss nämlich noch den Sand verarbeiten. Fällt mir gerade ein. Also ich muss noch mal so eine Apparatur hier mit Sand bauen. Aber dafür brauchen wir erst das ME. Zumindest ein Drive, ja. Blast ist ein ME Drive. Okay. Quarzdust Glas. So. Gut. Dann ist natürlich die Frage, wie kriegt man die Crystals hier? Transform is made from flux dust and sand into a bottle of water. Okay, drop a flux seed. Okay, crystal growth. This growth chamber accelerator. Davon brauchen wir aber auch welche. Kann man die noch kriegen? Drop one charge, 30 quads and one nether quads, redstone dust. Drop one charge, 30 quads, one nether quads into a bottle next to one another and wait a moment. Also ein bisschen nether quads, oder? Redstone das. Charged. Ah, hier. Zweites Quarzkristall. Wie kriegen wir die? Ja, Sand 7. Okay. Sand 7. Dann machen wir hier mal. Alles raus. Lass mir hier Sand kriegen. Sollte hier Sand rauskommen, genau. Da kriegen wir noch mehr. Jawohl. Sehr gut. Also so, Redstone haben wir da noch. Geht ja doch einfacher wie gedacht. Aber die können wir wahrscheinlich nicht für alles benutzen.
F4 in der Mitte und 2. Okay, also da muss noch ein bisschen mehr gemacht werden. Wir könnten schon mal die hier bauen. Quarzglas. Haben wir, glaube ich, noch irgendwo. Ne, Fuse Quarz. Davon werden wir schon einiges brauchen, deshalb machen wir das jetzt einfach mal so. Eisen. Den in die Mitte und dann kommen ja die Kabel noch. Haben wir davon. Silver Drop. Also, oh, warte mal, ich sehe ja noch was. Charged Surface Quartz. Oje, Gesundheit. So. Gut, dann machen wir mal hiervon nochmal 3, glaube ich. Ich glaube, mit 3 kommt man gut klar. Dann machen wir davon noch ein paar Kabel. So. Die brauchen natürlich auch irgendwie Strom. Deshalb ist mein Gedanke, die da hinten rein zu pflanzen. Erinnert euch wahrscheinlich, dass da mal ein Teil erstellt wurde. Energieleitung holen. Das mir aber Mavia gebaut hatte. Energieleitung. Sand. Den Sand haben wir jetzt da oben mal in den in den Trichter rein. Dass der einfach mal hier ein bisschen was produziert. Das brauchen wir später auf jeden Fall noch. Item Conduit brauchen wir nicht. Energie Conduit. So, so und so. Device offline. Jetzt fängt wieder schon die braucht es vom ME über ME-Kabelsaft? Scheint so zu sein. Och, das freut mich ja natürlich ungemein nicht.
müssen wir hier erstmal Energieleitungen legen. Und dann brauchen wir noch die Controller. Vom ME. Ja. Oh Gott. Skystone. Lava und Skystone Dust. Okay. Okay, das Geistern haben wir auch. Dann zeige mir, wie du gemacht wirst. Dieses hier brauchen wir. Redstone. Redstone, Diamant und Silikon. Dann brauchen wir allerdings auch noch ein Silikon. Schneider Messer. Muss gerade mal gucken, wie das ging. Wie ging denn das? Nicht dieses Teil, sondern der hier. Eisen brauchen wir. So, dann so, so. Wir machen gleich eine ordentliche Ladung. Nämlich 51. Da gehen leider nicht rein. Okay. Dann könnte man hier eigentlich noch mal ein paar machen. Zwei. Dasselbe gibt es nämlich noch mit Gold. Das weiß ich. Und die anderen Logic und so die hier brauchen wir noch mit Quarz Dust. Redstone. So, dann haben wir das. Die können wir dann auch gleich mal hier reinhauen. Sauber. Also, Controller. Achso, brauchen wir wieder von diesen Teilen. Da haben wir das. Eins. Eins reicht nicht wirklich weit. Aber hier haben wir ja noch. Auf jeden Fall wegen diesen Zertis-Quarz-Dingern müssen wir unbedingt noch den Dust verarbeiten. In dem Moment. So sollte das sein. Vier. Und diese hier rein.
Okay, dann werden wir mal gucken, ob wir. Ach, Moment. Doch, Kabel haben wir auch. Irgendwo, aber nicht genügend. Was brauche ich Redstone? Selbst Quarz, Dust. Und von diesen Teilen hier. So. Ach, da haben wir ja noch. Da hätten wir auch noch welche gehabt. Okay. Ich will auf jeden Fall die Grizzled Growth Acceleratoren jetzt mal kurz anschließen. Funktioniert. Gut, und jetzt bin ich der Meinung, dass ich hier diese Teile mit Kabeln verbinden muss. Und dann sehen wir auch, dass es online ist. Ich werde nur ein Problem haben, dass ich wahrscheinlich nur. Doch, ich kann alle vier. Ich kann alle vier betreiben. Das ist schon mal gut. Dann brauchen wir Wasser. Ein Bucket. So hier. Und wenn ich da jetzt was reinwerfe, dann müsste da auch was passieren. Das probieren wir aber in der nächsten Folge. Das soll es für heute mal gewesen sein. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Und vielleicht habt ihr Lust, weiter zu verfolgen, wie ich hier vorankomme mit ja, so ein bisschen. Oh, ich werde das umbauen. Ich werde das hier direkt mitten reinsetzen. Vielleicht interessiert es euch ja, wie ich hier vorankomme mit dem ME. Ich weiß, ich bin nicht sonderlich gut in solchen Sachen. Aber vielleicht interessiert es euch trotzdem. Und ihr seid jede Folge mit dabei. Darum schon mal vielen Dank. Und ich will dich von oben haben. So sieht es nämlich ein bisschen cooler aus. Steht dann direkt mittendrin. Also, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao, Minecraft.